fürchte den Tod nicht. Das bleibt nur. Ja, liebe Leute, damit klinge ich mich ein hier. Willkommen zu einer neuen Folge von... Wie heißt dieses Spiel nochmal? Ach ja, von Oblivion. Ich habe gerade unerwartet wieder mal eine Straftat begonnen und wurde ins Gefängnis geschickt, als dann auf einmal diese zwei Möchtegern-Menschen sich in böse, abtrünnigen Abschaum verwandelt haben und versucht haben, den Kaiser zu töten, der auch im Gefängnis war. Ja, seitdem ich Manka-Kamera den Kopf abgeschlagen habe, folgt mir Martin Septim überall hin, wo ich will. Ja, da fallen mir so ein paar tolle Ideen. Naja, egal. Ja, wir müssen das Drachenfeuer entzünden, welches auch in der Kaiserstadt lodert. Genau. Dazu müssen wir das Gefängnisgebiet verlassen. Und ja. Wir können nur hoffen, dass Merunes Dagon nicht mit seinen dreckigen Füßen den Boden der Kaiserstadt beschmutzt. Sollte dies tatsächlich der Fall sein, dann haben wir ein großes Problem. Aber ich sag ja mal so, solange unser Martin bei uns in der Nähe ist, passiert uns schon nichts. Das Problem ist, bevor wir das Drachenfeuer entzünden, müssen wir in diesen großen Penisturm, um mit dem Kanzler zu sprechen. Ja, der Kanzler der Kaiserstadt, den habt ihr bisher noch nicht in Oblivion gesehen, zumindest in meiner Serie nicht. Aber der ist eigentlich nicht wichtig. Was ist los? Ich sag immer, der Kanzler ist der Böse. Ich weiß nicht, immer sind es die Kanzler. Ich bin der Meinung, dass der Kanzler schuld dran ist, dass Merunes Dagon möglicherweise die Kaiserstadt hier vernichtet. Aber naja. Vielleicht war ja Manka Kamoran gar nicht der Führer der mythischen Morgenröte. Vielleicht könnte es tatsächlich der Kanzler sein. Oder vielleicht ist es Martin Septim. Er ist vielleicht der Führer der mythischen Morgenröte. Naja, das sind Verschwörungstheorien, die man durchaus auf Google finden kann. Und ich finde den Eingang nicht. Ich finde den Eingang nicht. Google sagt mir, wo der Eingang ist. Sag mal, so groß ist der Turm, dass ich nicht mal den Eingang finde. Das ist aber schade. Ich glaube, ich habe den Eingang gefunden. Bitte respektiert den Kaiserpalast und sprecht leise. Nein, niemals. Ja, jetzt müssen wir schauen, wo sich dieser Kanzler befindet. Er befindet sich bestimmt hier irgendwo. Ach ja. Lord Kanzler Okato. Alles ist für Martin. Wo ist Martin? Ich hörte, dass er schon in der Hauptstadt angekommen ist. Ja, der ist doch bei mir, oder nicht? Hä? Martin? Ach ja. Wir sind also in der Ältestenratkammer angekommen. Ich muss Martins Anspruch, Lord Kanzler Okato, dem Vorsitzenden des Ältestenrats, formell präsentieren. Ich habe euch erwartet. Der Ältestenrat hat in voller Stärke Martins Anspruch auf den kaiserlichen Thron sorgfältig geprüft. Nein. Ja, ja. Ganz schön. Martin Septim, im Namen des Ältestenrates erkenne ich euren Anspruch auf den kaiserlichen Thron. Kanzler Okato, die Stadt wird angegriffen. Oblivion-Tore haben sich geöffnet und Daedra sind durch die Mauern gebrochen. Die Wachen wurden überwältigt. Nur Mut, Soldat, wir haben wieder einen Kaiser. Eure Hoheit, wie lauten eure Befehle? Sollen die Wachen sich zum Palast zurückziehen? Nein. Wenn der Palast von einem Belagerungsring umschlossen wird, sind wir verloren. Wir müssen sofort zum Tempel des Einen aufbrechen. Ja. Wie ihr befehlt, Herr. Wachen, tretet an und beschützt den Kaiser. Zum Tempel des Einen. Zum Tempel des Einen. Ja. Nachdem ihr die Kaiserstadt... was? Naja, ist zu viel Text, egal.
Wow. Ach, die sind auch schon hier. Wow. Ich bringe euch alle um. Ihr habt gar keine Chance gegen mich. Kommt her, kommt her. Ah, super. Ja, also. Ich würde sagen, wir müssen raus hier und wir müssen in die Schlacht ziehen. Wir müssen die Kaiserstadt retten, bevor der böse Gott hier sein Unwissen treibt. Ah, der ist ganz hart oder was hier? Nicht auch auf mich. Ja, die haben es schon in sich. Ich muss aufpassen. Ich muss aufpassen. Ich habe nicht mehr viel Leben. Ja, die ziehen doch mehr Leben ab, als ich gedacht hätte. Jetzt muss ich mal meine Tränke einsetzen, die ich seit Obliviensreise sammle. Das bringt mir auch nicht wirklich viel. Immer hört man das Gleiche. Und ich bin schon wieder fast tot hier. Was geht denn hier ab? Das ist ja wirklich abnormal. Haha, alle gegen einen. Das ist gerecht. Ja, scheinbar ist meine Rüstung so dezimiert, dass ich nicht mehr rasten kann. Nein, damit ich... Ich meine damit... Ich muss meine Rüstung reparieren. Der Palast ist praktisch. Naja. Wir waren die Letzten, die aus dem Legionsbezirk entkommen. Sehr schön, interessiert mich. Meine nicht. Männer und ich stehen zu eurer Verfügung. Wie lauten eure Befehle? Ich muss zum Tempel des einen gelangen. Ja. Erzählt das irgendwelchen anderen Leuten. Das ist unsere einzige Chance, Merunes Dagon aufzuhalten. Ja, Herr. Los geht's. Los geht's. Juhu. Ja, man muss hier ein wenig die Stimmung aufmuntern. In solchen düsteren Zeiten sollte man vielleicht einen Barde anheuern. Was sind das für Geräusche? Angriff für die deutsche Legion. Recht auseinander, blutet. Blutet. Ja, so versteckt sich also der Kanzler da hinten, oder? Das geht überhaupt nicht. Kann ich den umbringen? Ich kann den Kanzler tatsächlich umbringen. Ich will den Kanzler umbringen. Der soll sterben. Der Kanzler muss sterben, er ist böse. Nein, ich kann doch nicht umbringen. Ah, Mann! Die hauen mir echt hier die Birne voll. Das gibt's ja gar nicht. Was? Merunes Dagon ist hier. Oh mein Gott, der Fürst der aller bösen Daedras ist hier. Die Barrieren zwischen der Oblivion und Hamriel sind zerstört worden. Wir können nur hoffen, dass Merunes Dagon irgendwie zu besiegen und ihn zurück in die Oblivion zu schicken ist, wird.
werden können. Vielleicht weiß Martin, was zu tun ist. Ach ja, genau. Jetzt frage ich erstmal Martin. Ich renne jetzt erstmal zu Martin rüber und frage, was zu tun ist. Denn ich weiß es nicht. Es ist nicht offensichtlich. Dann kriege ich wahrscheinlich eine neue Quest. Dann heißt es, ich muss erst wieder dorthin laufen. Naja, derzeit wäre wahrscheinlich schon alles kaputt. Aber egal. Oh, das ist Merunis Dagon. Ist das böse. Der macht hier einen Faustkampf. Das kann ich auch. Nein. Merunis Dagon ist hier. Oh mein Gott. Die Drachenfeuer. Ja. Können wir ihn wieder in Vergessenheit? Ich weiß nicht, wie. Die Waffen von Sterblichen können ihn zwar verletzen, aber jetzt, da er als Person hier in Tamriel ist, können sie ihn nicht vernichten. Ja, was ist mit dem scheiß Amulett hier? Wartet. Ja. Akatosh hat das Amulett den Sterblichen gegeben. Es enthält seine göttliche Macht. Aber wie können wir diese Macht gegen Dagon einsetzen? Das Amulett war nicht als Waffe gedacht. Also man sieht ja hier schön im Hintergrund den Flammenabdruck nach. Der bleibt scheinbar stehen. Ich muss zu den Drachenfeuern im Tempel des einen gelangen. Naja, egal. Aber ihr habt gesagt, es sei nutzlos. Ihr müsst mir einfach vertrauen. Jetzt weiß ich endlich, was mein Schicksal ist. Aber ich brauche eure Hilfe. Ich muss an Merunis Dagon Ja, ich bringe euch schon zum Tempel. Geht voran, mein Freund. Arschloch. Martin, folgt mir. Ich bin... So, ich will jetzt auch mit Fäusten kämpfen. Das ist cool. Ich habe ja gar keine Handschuhe. Bam, 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 bam. Das ist voll das Boxerspiel hier. Komm, 1 gegen 1. Ich bombe euch alle in die Fresse rein. Dich auch. Stirb. Stirb, haha. Bam. Ah, ich glaube, der ist tot. Nein, ich häng fest, ne. Der ist bestimmt lieb. Kann ich dich töten, Merunis? Nein, ich kann dich nicht töten. Oh, ich hau ab. Ja, wo soll ich dann hin? Keine Ahnung. Helft mir, ich will nicht sterben. Nein, Mann. Ich will noch nicht sterben. Das gibt's ja gar nicht. Muss ich jetzt hier ewig verteidigen? Ich muss doch irgendwie hier durchkommen. Hier komme ich aber nicht durch. Sag mal, ist das nicht dieser Schrein? Ah, ich glaube, ich weiß es. Ich renne hier einfach mal vorbei. Und lauf hier rein. In der Hoffnung, dass ich da richtig bin. Martin und ich befinden uns direkt im Arsch der Welt. Aber Merunis Dagon ist durch die Tempelkuppe eingedrungen, droht uns mit dem Tod. Ja, schön. Und jetzt? Ich tue, was ich tun muss. Ach nee. Ich kann nicht bleiben, um Tamriel wieder aufzubauen. Darum werden sich andere kümmern müssen. Lebt wohl. Ihr seid mir ein guter Freund gewesen. Ja, Martin, es fällt mir echt schwer. Ja. Ist ja schön, jetzt geh sterben, Mann. Tu was für die Gesellschaft. Oh. Kopf ab, Kopf ab, Kopf ab, Kopf ab. Ja, stirb, stirb. Gut gemacht, gut gemacht. Ja. Das Amulett ist zerschmettert. Dagon besiegt.
Mit dem Blut des Drachen und dem Amulett der Könige haben wir die Tore von Oblivion versiegelt. Für immer. Der letzte der Septims geht nun in die Geschichte ein. Ich gehe frohen Herzens, denn ich weiß, dass mein Opfer nicht umsonst ist. Ich nehme den Platz an der Seite meines Vaters und meiner Vorväter ein. Das dritte Zeitalter ist zu Ende und ein neues bricht heran. Die nächste Schriftrolle der Alten soll von euch geschrieben werden. Die Gestaltung der Zukunft, das Schicksal des Kaiserreichs, all dies liegt nun in euren Händen. Was will uns der Typ sagen hier? Was ist passiert? Wo ist Martin? Ich muss ihm gratulieren. Merones Dagon ist besiegt. Ja. Zurück nach Oblivion geworfen. Wir haben gewonnen. Ja, also der sieht schon ein bisschen, wie soll ich sagen, schwul aus. Ich muss einfach sagen, hier könnte man Gaylord Kanzler reinschreiben. Gell, der ist einfach nur schwul. Hochelfen sind schwul, ich weiß es nicht. Tot? Wie könnt ihr da sicher sein? Ja, weil wir sahen die Explosion der Tempelkuppel. Die Erscheinung von Akatoshs Offenbarung. Das war Martin. Ja, das war Martin. Er hat das Amulett zerbrochen. Dann hat er sich in so einen Feuerdrachen verwandelt und hat Merones Dagon in die Hölle geschickt. Das vereinigte Blut der Könige und Götter. Das Amulett der Könige. Die göttliche Macht Akatoshs. Jetzt kriegt er einen Ständer. Und auch Martins Blut. Dann ist Martin tot. Sieht so aus. Ja, für immer versiegelt. Merones Dagon und seinesgleichen werden Tamriel nie wieder bedrohen können. Oh. Martin ist tot, aber er starb als Kaiser und als Held, der sich an Tiber Septim messen kann. Ja. Was ist mit dem Kaiserreich? Dieser Sieg ist nicht ohne Preis. Wir haben Martin Septim verloren. Er wäre solch ein prächtiger Kaiser gewesen. Sein Opfer war notwendig. Aber es hinterlässt ein Kaiserreich ohne Kaiser. Ich weiß nicht, was jetzt geschieht. Das Kaiserreich sieht schwierigen Zeiten entgegen. Wir sollten uns jetzt aber keine Sorgen um die Zukunft machen. Lasst uns einfach dankbar sein, dass wir noch leben. Ja, also es ist ein Kaiserreich ohne Kaiser. Es gibt viel Sinn. Ja. Wir können Cyrodiil-Meister sein. In meiner Funktion als Lordkanzler des Ältestenrates ernenne ich euch hiermit zum Meister von Cyrodiil. Juhu. Und als kleines Zeichen der Dankbarkeit für eure Dienste für das Kaiserreich habe ich befohlen, eine kaiserliche Drachenrüstung für euch anfertigen zu lassen. Cool. Und wie lange dauert das? Die kaiserliche Drachenrüstung wird normalerweise nur vom Kaiser... Ja, schön. Geh sterben, der Drachen wird für immer als Denkmal für das stehen, was ihr und Martin für ganz Tamriel getan habt. Ja, halt's Maul. Also, nachdem ihr übrigens auch wieder eine Stufe aufgestiegen sind, ist es leider jetzt mit der Hauptstory zu Ende. Merones Dagon ist tot. Martin Septim ebenso. Und das Kaiserreich eigentlich auch. Und ich auch. Nein, das stimmt nicht ganz. Es ist zwar vorbei. Ich kann noch gar nicht glauben, dass es vorbei ist. Dieser gigantische Dämon. Ja, komm, ich kann hier nicht meine Rede halten. Haben wir gewonnen? Halt's Maul, Hector. Es ist zwar alles vorbei. Also die Hauptstory ist vorbei, aber es gibt zahlreiche Nebenquests, Dedra-Quests, Gilden-Quests, etc. Ich werde euch wahrscheinlich die eine oder andere Quests... Tricks, Tipps, geheime Schätze und so weiter vielleicht zeigen und vielleicht auch ein Mod und mal gucken, was da rauskommt. Vielleicht werde ich euch auch die Arena zeigen. Ja, die Arena, die könnte ich euch eigentlich schon noch zeigen. Das wird dann vielleicht ein eigenes kleines Projektchen von vielleicht 7-8 Videos. Ja, das kann ich euch vielleicht noch zeigen. Ja, die Arena. Genau, aber ihr könnt eigentlich auch voten, also das heißt einfach einen Kommentar unter diesem Video machen, was ihr gerne sehen wollt als nächstes von Oblivion. Wollt ihr die Arena sehen? Wollt ihr
eine Gildenreihe komplett sehen. Welche Gilde? Schreibt einfach hin. Es gibt Kriegergilde, Magiergilde, Dunkle Bruderschaft, also Assassinengilde und Diebesgilde. Oder ihr wollt die Detra-Quests sehen. Also diese Detra-Quests-Reihe. Entscheidet euch eins zwischen diesen drei Faktoren. Und schreibt einfach einen Kommentar. Und je nachdem, wie viele Anfragen ich krieg, werde ich ein Ergebnis fällen. Und die Verlierer werden leider sterben müssen. Nein, die müssen nicht sterben, aber die müssen trotzdem eine Strafe bekommen. Nein, natürlich auch nicht. Ja, also in diesem Sinne gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ihr habt eigentlich alles gesehen. Es ist alles einleuchtend. Die Detra haben vorübergehend verloren. Und in diesem Sinne kann die Hauptstory eigentlich nur mit Skyrim, welches auch unmittelbar am Ende des Jahres, dieses Jahres noch rauskommt, weiter fortgeführt werden. Ja, bis dahin, beziehungsweise bis zum nächsten Video, sage ich auf diese Weise mal, abonniert mich schön, kommentiert schön.